Eigentlich mag doch so gut wie jeder Hunde und gerade bei Welpen werden die meisten ein bisschen schwach. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Hundewelpen auf vielen Social Media Seiten unglaublich beliebt sind. Heute möchte ich euch mal Norman vorstellen. Norman ist kein normaler Welpe, er ist ein Pomsky. Normans Vater ist ein Spitz, auf Englisch Pomeranian, und seine Mutter ein Husky, daher auch der ungewöhnliche Name. Seine Besitzer sind die ersten, die diese Kreuzung gewagt haben, und an Norman sieht man, dass es sich gelohnt hat. Huskys und Spitzwelpen sind allgemein sehr beliebte Hunderassen, aber die Kombination aus diesen beiden übertrifft alles. Norman war bereits einige Wochen alt und wartete noch darauf, ein neues Zuhause zu finden. Das sollte sich aber bald ändern. Ein junges Paar, Matt und Rachel, wollten schon seit einigen Jahren einen Hund, aber sie konnten sich nie für einen entscheiden. Aber sobald sie Norman sahen, waren sie sofort verliebt in den kleinen Welpen. Norman war zwar nicht der einzige in seinem Wurf, doch seine Geschwister wurden bereits schon alle vermittelt. Auch seinen Geschwistern sah man den kuriosen Rassenmix genauso an wie Norman selbst. Vom Spitz hatten sie das flauschige Gesicht und den Kringelschwanz und vom Husky die charakteristische Fellfärbung. Aber nicht nur vom Aussehen her haben Matt und Rachel mit Norman einen echten Glücksgriff gemacht, auch mit seiner Persönlichkeit konnte der Pomsky überzeugen. Jeder Hund mochte ihn und ständig hat er mit allen Nachbarshunden gespielt. Zudem hörte er noch sehr gut und dank Matts und Rachels konsequenter Erziehung entwickelte er sich zum perfekten Hund. Bei so einem niedlichen Hund ist es kein Wunder, dass er von allen Seiten Bewunderer findet. Das merkten Matt und Rachel auch sehr schnell und da sie sowieso schon bei jeder Gelegenheit Fotos von ihrem kleinen Hund machten, erstellten sie kurzerhand eine eigene Instagram-Seite für ihn. Und schon nach einigen Wochen hatte Norman tausende Follower. Das war's auch schon. Lasst gerne einen blauen Daumen nach oben da, wenn ihr diesen Hund auch so süß findet. Und außerdem könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.